Einen wundervollen guten Morgen, ihr digitalen Tomaten-Nomaden. Alter, ich habe schon eine kleine Odyssee hinter mir. Erstens habe ich gelernt, der Körper holt sich irgendwann sein Schlafdefizit wieder rein. Ich wollte eigentlich heute Morgen 6 Uhr aufstehen, denn ich hatte eigentlich heute Morgen noch um 8 einen Friseurtermin. Ne, hatte sich gesagt, 8:20 aufgewacht, voll verpennt. Dann hatte ich, glaube ich, 20 Minuten Zeit, um los zu sprinten, unter die Dusche zu gehen, meinen Smoothie zu machen, mein Zeug einzupacken. Hab's gerade so geschafft, bin dann zur U-Bahn gerannt. Die U-Bahn kam 2 Minuten zu früh, deswegen habe ich sie nicht mehr geschafft. Dann bin ich in die andere Richtung gefahren, einen komplett anderen Weg. Wollte jetzt über Wilmersdorfer Straße mit dem Bus hierher fahren. Der Bus ist einfach ausgefallen. Schnell ein Taxi gecatcht. Und jetzt bin ich da. Da ist mein Bus. Alles gut. Stress am frühen Morgen. Jetzt wollen wir erstmal rein. Sau stark, dass es noch geklappt hat. Jetzt geht's nämlich nach Hannover. Und nein, ein digitales Nomadenleben ist nicht immer glamourös und actionreich. Ich sitze jetzt gerade hier im Bus. Der Fahrer hört viel zu laut Mucke irgendwie, irgendwelche schallenden 70er-Hits. Und ich denke mir so, und in der letzten Reihe sitzt so ein Kegelverein, der schon ein bisschen angeheitert ist und schreit die ganze Zeit rum und das Video lädt nicht hoch. Und naja, sagen wir mal so, ausbaufähig. Wenigstens habe ich meine Szenen in der Bustoilette, das erheitert mich. Gerade angekommen, erstmal was futtern. Wir haben jetzt hier einen fetten Haul eingelegt mit Weintrauben und ich habe so einen geilen Juice hier, den Sophia nicht mag, aber das macht nichts, ich mag ihn. Ein Gemüsesaft und so ein Salat und Zeugs und Flocken und Gemansch und Gemüse. Gemansch. Und Avocado. Und es ist so schön warm, ey. Ich bin hier voll zu dick angezogen mit meinen 500 Pullis und Jacken. Es ist richtig geiles Wetter. Voll schön, ey. Das Allerbeste ist ja, dass Sophia wieder dabei ist. Ja, schon 4 Tage nicht mehr. Viel zu lange, finde ich. Wir haben jetzt hier in diesem überstylischen Laden, den es bisher nur in Hannover gibt. Ich habe ihn zumindest nur hier gesehen. Love It Healthy, da gab es so Chia-Pudding und so Joghurts, also so Kokosjoghurts und Säfte und sowas. Und das ist einfach mal der beste Hashtag. Übergut. So ein Salad. Salad. Sieht jetzt nicht mehr so schön aus, aber schmeckt, glaube ich, Granatapfel und sowas und Hummus. Nice. Nein. Kinderspaß mit Sophia. Heute? Mit Essen spielt man nicht. Es ist reine Notwehr. Ups. Wir machen ein Avocado-Tier. Nehmen wir die Stufen zu meinem Thron. Gott, ist es einfach herrlich. Hier ist auch voll der coole Ton, das schallt voll, obwohl hier einfach nur über mir dieses eine Ding ist. Guckt euch das mal an, was ich jetzt hier gerade für einen Content-Spot. Hier. Und da geht's wieder runter. Stylische Geschichte. Heute möchte ich gerne mal mit euch darüber reden oder euch einen kleinen Einblick geben, wie ich persönlich eigentlich Probleme löse. Ich sage das ja immer wieder, ich bin ein großer Fan davon, so schnell wie möglich vorwärts zu gehen und regelmäßig wieder an so eine kleinen Hürden zu kommen, an so eine kleinen Sackgassen, wo irgendwie man wieder was ändern muss. Denn wenn man einfach, ja, wenn es immer glatt läuft, dann ist man viel zu langsam unterwegs, dann könnte man einfach sich viel schneller weiterentwickeln. Deswegen freue ich mich eigentlich jedes Mal fast so ein bisschen, wenn ich wieder an so einen Punkt komme, wo irgendwie irgendwas nicht funktioniert, irgendwas läuft nicht so, irgendwas macht nicht so Bock, irgendwas, ne, Veränderung wieder. Dann denke ich mir so, cool, jetzt hast du wieder die Möglichkeit zu wachsen, jetzt kannst du wieder was Neues ausprobieren und kannst dich wieder weiterentwickeln.
Und wie finde ich denn dann die Lösung? Und eigentlich, Leute machen sich da mal so riesige Gedanken, denken so, oh, was mache ich denn für Techniken und wie gehe ich denn da ran und so. Und eigentlich finde ich, ist es gar kein Hexenwerk. Was ich immer mache, wenn ich an einen Punkt komme, wo ich merke, oh, es geht nicht wieder weiter, geht nicht so richtig weiter, wir müssen was ändern, dann setze ich mich einfach hin, ganz konzentriert. Meistens mache ich das im Busfahren oder im Flieger, wenn einfach Ruhe ist, gibt kein Wi-Fi irgendwie, mache mir eine chillige Musik rein und denke einfach mal darüber nach. Und sage mir so, okay, was ist so? Und ein Gradmesser, den ich immer wieder anstelle, ich gehe immer, sofern es irgendwie von der Kohle her und von der Umsetzung her realisierbar ist, gehe ich immer danach, was mir am meisten Spaß macht. Ich halte nichts davon, zu gucken, okay, was ist das größte Potenzial, was will denn meine Zielgruppe am liebsten und irgendwelche fetten Umfragen zu machen und so weiter. Halte ich nicht so viel davon, sondern ich gehe danach, okay, wo lacht mein Herz am meisten? Wo habe ich das Gefühl so, oh geil, darauf habe ich Lust? Denn wenn ich nach diesen, denn wenn ich mich danach entscheide und wenn ich immer danach gehe, was mir einfach richtig Bock macht, wo ich richtig für brenne, dann bin ich viel besser darin. Dann bin ich viel, viel energiegeladener, kann die Umsetzung viel besser realisieren und deswegen gehe ich, wenn es nur irgendwie realisierbar ist, immer am liebsten danach. Ich setze mich dann einfach ganz entspannt hin und gucke so, okay, Und eigentlich, und das ist so ein bisschen die Quintessenz des Ganzen, ich finde, dass die allermeisten Entscheidungen eigentlich ziemlich einfach sind. Sie sind einfach, aber nicht leicht. Ich hatte das ja schon öfter mal gesagt. Viele Leute wissen eigentlich, was die Lösung ist. Sie wissen eigentlich, was sie machen müssen. Sie wissen eigentlich, wie es weitergeht. Aber es ist einfach schwer, dementsprechend zu handeln. So, nee, keine Angst, Content Part ist noch nicht vorbei. Ich musste nur gerade eine kleine Pause einlegen. Ich musste gerade so hart dringend auf Toilette. Habe jetzt hier zum Glück ein Dixie gefunden. Und jetzt, fieserweise, seht ihr die beiden da hinten? Die haben jetzt einfach hier meinen Spot geklaut. Was ist das bitte für eine Frechheit? Wissen die nicht, dass hier Tomatenshow-Area ist? Ich sollte hier mein Schild aufstellen. So. Aber naja, bleiben wir hier. Hier ist es auch schön. Das passt. Hier wird nur ein bisschen gewerkelt. Kann sein, dass es ein bisschen laut ist, aber ich denke mal, das kriegen wir schon hin. Genau, wo waren wir eigentlich, bin ich der Meinung, die meisten Entscheidungen sind ziemlich einfach. Es ist nur nicht leicht, dementsprechend zu handeln. Wir wissen, in den allermeisten Fällen wissen wir einfach, was zu tun ist. Eigentlich liegt es größtenteils auf der Hand. Wenn der YouTube-Kanal nicht so richtig abgeht, dann bessere Videos machen, mehr Interaktion suchen, Kooperationen starten. Es ist eigentlich simpel. Wenn man mit dem, was man macht, nicht genügend Geld verdient, mehr Mehrwert liefern, stärkere Beziehungen aufbauen, aber auch generell in allen Bereichen seines Lebens. Wenn man Stress mit seinem Partner hat, mehr über Probleme sprechen, versuchen, den anderen zu verstehen und einfach gemeinsam Dinge aus der Welt schaffen. Wenn man irgendwie übergewichtig und unfit ist, mehr Sport machen, gesünder essen. Eigentlich in den meisten Fällen liegen die Lösungen recht auf der Hand. Und selbst wenn nicht, selbst wenn ich jetzt mit meinem Blog an irgendein Problem komme und sage, oh, WordPress, wie funktioniert dieses Plugin? Ich habe keinen Schimmer von irgendwas. Dann ist die Lösung halt einfach mal jemanden fragen, der das erfolgreich macht. Was wir lernen wollen, einfach ins Internet gehen und recherchieren, sich YouTube-Tutorials reinziehen, so Dinge und einfach die Dinge lernen. Und eigentlich, ich kenne echt nicht viele Probleme, die so viele Leute haben, die wirklich schwer zu lösen, wo man wirklich Tage und Wochen lang grübeln und abwägen und Berechnungen anstellen muss. Eigentlich das Allermeiste ist sehr, sehr simpel. Wir müssen nur einen Weg finden, halt einfach dementsprechend zu handeln. Denn das ist nicht immer so einfach. Da müssen wir uns einfach Zeit für freischaufeln. Da müssen wir an uns arbeiten. Da müssen wir diszipliniert sein. Da müssen wir einfach viel, 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 viel Zeit reinstecken. Und das sind die Dinge, wo sich dann auch so ein bisschen die Spreu vom Weizen trennt und wo sich wirklich zeigt, okay, wer wird wirklich was Gutes auf die Beine stellen und wer will zwar gerne, aber schafft es letztendlich nicht umzusetzen. Das so ein bisschen als Quintessenz. Leute, macht euch nicht so viele Gedanken darüber, wie könnt ihr eure Probleme lösen, was gibt es da für Techniken, wie geht man da vor und sowas. Eigentlich liegt es auf der Hand, ihr müsst einfach nur ins Handeln kommen, ihr müsst es machen, ihr müsst die Dinge ausprobieren. Ausprobieren ist aus meiner Sicht auch super wichtig und selbst wenn ihr jetzt vor einer Entscheidung steht oder vor einem Problem steht, denkt ihr, oh, ist das besser oder ist das besser oder vielleicht doch lieber das Dritte. Bevor man ewig grübelt, bevor man ewig auf seinem Hintern sitzt und die Dinge gegeneinander abwägt, probiert sie einfach aus. Das Allermeiste kann wirklich ohne großes Zeit- und Kohleaufwand einfach mal ausprobiert werden. Wenn ihr euch jetzt sagt, so, will ich jetzt mal irgendwie Daily-Videos ausprobieren oder bleibe ich bei den 2 pro Woche und stecke da richtig viel Zeit rein oder vielleicht doch lieber komplett was anderes, vielleicht doch lieber bloggen, vielleicht ein Live-Event machen oder vielleicht mal ein Periscope ausprobieren. Einfach machen. Ihr wisst nicht, was die beste Lösung ist, bis ihr sie ausprobiert habt. Denn vielleicht, selbst wenn 5 Leute sagen, oh ja, macht das mit den Videos, das ist richtig geil, für die Leute ist das super, aber für euch ist es gar nichts. Das werdet ihr erst lernen,
wenn ihr es letztendlich einfach mal ausprobiert. Also macht euch nicht so viele Gedanken, regt nicht so viel ab, setzt die Dinge um, probiert sie aus. Wie ich Probleme löse, ist eigentlich meistens ganz simpel. Ich setze mich hin, denke wirklich konzentriert drüber nach, spiele so ein bisschen rum, setze mich aber nicht unter Druck, sehe das Ganze so ein bisschen spielerisch. Beim Busfahren setze mich hin, gucke aus dem Fenster, ein bisschen Musik rein und dann kommen schnell die ganzen Ideen. Ich war jetzt an diesem Punkt, ich habe ja in einem der letzten Videos die Umfrage gemacht. Leute, wenn ich jetzt größtenteils die nächsten Wochen in Berlin bin, kann ich halt nicht gewährleisten, dass die Vlogs einfach so von den Bildern und von der Spannung und einfach so schön sind, wie jetzt die letzte Zeit, wo wir Singapur, Bali, Kuala Lumpur, Stockholm, so viel unterwegs, so viel geile Sachen. Wie soll ich weitermachen? Soll ich weiter Daily-Videos machen? Soll ich ab und an mal nur ein Content-Video machen? Soll ich vielleicht mal ab und an mal einen Tag Pause machen? Was stellt euch da vor? Und da, wenn ich solche Umfragen stelle, dann kommen natürlich auch immer viele, viele Antworten. Und da waren auch einige Leute dabei, die einfach gesagt haben, oh, Robert, voll cool, was du machst so. Mir fehlen aber in letzter Zeit so ein bisschen die ganz konkreten, klassischen Business-Themen. So Zielgruppe und Themenfindung und wie mache ich denn das und Social Media und so dieses ganz konkrete Tool-Reviews. Wie gehe ich das denn an? Was brauche ich denn hierfür und so weiter? Da stand ich vor dem Punkt, dachte mir so, ja stimmt, in letzter Zeit hast du recht viel so Personal Development-Themen gemacht. Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann muss ich jetzt in meinen Evernote gehen und da wieder Themen raussuchen und heute mal so ein Video wieder in diese Richtung machen. Und dann dachte ich mir aber irgendwie so, aber eigentlich fandst du das ziemlich cool, wie das die letzten Tage war. Eigentlich hat das übelst viel Bock gemacht, so diese, ein bisschen mehr diese Mindset, diese Themen auf der Metaebene zu machen. Und da habe ich mich hingesetzt, so, okay, was machen wir jetzt? Und dann war ganz schnell für mich klar wieder, hey Robert, du musst dem nachgehen, was für dich richtig Bock macht. Das, worauf du richtig, richtig Lust hast, das musst du machen. Denn das kommt letztendlich gut rüber. Wenn ich eigentlich gar nicht so Bock habe, jetzt hier irgendwie so ein WordPress-Tutorial zu machen und es dann mal trotzdem mache, dann kann ich das überhaupt gar nicht so gut machen, wie jetzt Leute, die da richtig Bock haben. Zum Beispiel in Sachen WordPress, meine Freundin Maya, WordPress 1x1. Ich verlinke es euch unten drin, wenn ihr Probleme mit eurem Blog habt. Super Anlaufstelle. Und ja, das machen, worauf ich Lust habe. Und dann, zweites Problem, was ich so ein bisschen hatte, was ich vorhin für mich gelöst habe, ist, ich hatte das Gefühl, dadurch, dass ich in letzter Zeit sehr, sehr viel Content produziere, sehr, 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 sehr viel raushaue, sehr, sehr viel in der Welt unterwegs bin und recht wenig konsumiere, in letzter Zeit keine Audiobooks gehört, wenig YouTube-Videos geschaut, wenig Blogs und Bücher gelesen. Und da habe ich mich so ein klein bisschen so leer gefühlt und dachte mir so, langsam schrumpft die Evernote-Liste mit Videoideen. Und ich bin so durchgegangen, darauf habe ich nicht so, das passt nicht so. Die richtig coolen Ideen waren in letzter Zeit irgendwie, wurden ein bisschen rarer. Und da habe ich mich vorhin einfach hingesetzt, 10, 15 Minuten einfach nur die Gedanken schweifen lassen, ohne Druck. Und ich glaube, in der Zeit sind 10 neue Videoideen. Für die nächsten anderthalb Wochen bin ich jetzt locker versorgt. Und das zeigt mir einfach mal wieder, wenn ich ein Problem habe, setze ich mich halt einfach hin und denke drüber nach. Und dann kommen so schnell die Lösungen. Die Lösungen kommen, wenn man empfänglich dafür ist, wenn man offen ist für solche Dinge, dann kommen die Lösungen super, super, super schnell. Und da muss man sich eigentlich keine Gedanken machen. Dann kommen vielleicht nicht immer gleich die perfekten Lösungen, die alles auf einmal lösen werden. Aber Hauptsache, man fängt an. Ich habe es gesagt, Klarheit kommt immer nur beim Machen und nicht beim Denken. Ihr habt euch bestimmt gefragt, warum ist der Robert heute nach Hannover gefahren? Und warum ist die Sophia ebenfalls nach Hannover gefahren? Hat folgenden Grund. Kim hatte ja für euch vorgestern Geburtstag. Und sie kommt eigentlich ursprünglich aus Hannover. Und heute ist hier noch, also ist eigentlich ein Marathon irgendwie. Gestern hat es angefangen, heute ist noch was, morgen ist noch was, übermorgen. Und ja, bis Weihnachten geht es jetzt hier, glaube ich, durch und wird durchgefeiert. Und deswegen sind wir hergekommen. Heute stehen noch ein paar coole Sachen auf dem Programm. Was genau, weiß ich nicht. Hier soll irgend so ein Festival auf irgendeiner Straße. Und wir lassen uns einfach mal überraschen. Eigentlich war schon um... Was sagt die Glock? Wir haben es jetzt 15.08 Uhr. Eigentlich sollte es schon 14 Uhr losgehen und um 14 Uhr ist die Geburtstagsdame aber erst aufgestanden. Naja, jetzt haben wir hier gechillt und gepicknickt und harren jetzt mal der Dinge, die noch so kommen werden. Okay, kleiner Nachtrag zum Content-Part. Entweder ihr setzt euch selber hin und denkt drüber nach und löst eure Probleme oder ihr geht einfach zum Sanitätshaus am Thielenplatz in Hannover. Die lösen eure Probleme auch. Okay, wir haben gehört, die Geburtstagsgemeinschaft ist so langsam angezogen. Wir werden jetzt mal zu denen fahren. Es funktioniert allerdings alles nicht so, wie wir uns denken, weil hier irgendwie die Fußballfans alles lahmlegen. Na, toll. Aber vielleicht da hinten. Da hinten gibt es Busse. Gucken, ob wir da mehr Glück haben. Yeah!
wieder aufgebrochen, wir beiden und die Wassermelone, und fahren jetzt nach Bremen. Da wohnt jemand von uns beiden. Wer es genau ist, erfahrt ihr später. Ich weiß auch nicht wieso, aber irgendwie habe ich immer so ein Faible für Hauptbahnhöfe. Der Bremer Hauptbahnhof ist voll schön. Hannoveraner ist voll schön. Der in Berlin ist eigentlich auch ziemlich nice. Ich habe gerade den Outro-Timelapse hier gefilmt. Und jetzt werde ich rüber zum Zopp gehen. Bus kommt in 20 Minuten. Sophia und ich mussten uns jetzt ganz kurz trennen, weil sie hat halt ein Semesterticket. Kann mit der Bahn nach Hause fahren und ich musste mir ein Busticket holen, weil Bahn ist zu teuer. Es kostet irgendwie 23 Euro für die kurze Fahrt. Und da fahre ich jetzt lieber für 5 Euro mit dem Bus so. Das ist ein bisschen chilliger. Ja, genau. Aber dort sehen wir uns dann gleich wieder. Boah, der Tag hat aber auf jeden Fall ganz schön gut geschlaucht irgendwie. Letzte Nacht habe ich wenig geschlafen, heute dann hierher gedüst und so viele Menschen. Erstens halt wegen dem Fest hier und dann halt, weil Hannover heute ein Heimspiel hatte gegen Dortmund und die Dortmund-Fans, die sind ja eh immer überall so und der ganze Hauptbahnhof ist hier voll mit Menschen und das war schon heavy. Das war nämlich auch die Bande, mit der ich herzu im Bus war und die dafür Tumult gesorgt haben. Und ja, ich denke mal, jetzt habe ich eine entspanntere Rückfahrt. Nach Bremen ist bestimmt ganz schön leer. Angekommen am Zopp, ihr Lieben, ich verabschiede mich schon mal für heute. Jetzt werde ich im Bus das Video schneiden und sonst wird nichts mehr Spektakuläres passieren. Aber erstmal werde ich die Melone mampfen. Jetzt einen übelsten Bock auf Melone. Wir sehen uns morgen. Morgen dann aus Bremen, endlich mal wieder. Schon lange nicht mehr in Bremen gewesen. Ich freue mich hart. Lasst es euch gut gehen. Schreibt mir noch einen Kommentar rein. Da ist es wieder. Da ist es wieder. Worüber habe ich vorhin gequatscht? Wie man Probleme löst. Wie löst ihr Probleme? Das interessiert mich auf jeden Fall so. Lasst mal einen Kommentar. Vielleicht habt ihr so einen Geheimtipp, irgendwie eine Sache, wie ihr immer so rangeht. Habt ihr vielleicht zu dem, was ich mache, was hinzuzufügen? Oder sagt ihr vielleicht, oh nee, für mich funktioniert was anderes gut? Kommentar. Wisst ihr Bescheid. Letzten Videos sehr, sehr viele Kommentare. Genauso soll es weitergehen. Ich freue mich immer von euch zu lesen. Bis morgen, ihr Lieben, und ciao. We'll be right back.